Naja, falsche Person verplempert. Ich hoffe, der stößt mal auf Zufall auf unsere Videos und weiß dann, dass ich das bin. Ja. Und guckt diese Folge und denkt so, mich gemeint. Das ist ja schon 15, 16 Jahre her. Und die ist immer noch sauer. Ja, am Telefon ist schon immer noch scheiße. Sauer. Am Telefon ist schon scheiße, wirklich. So macht man nicht was. Oder das war ja noch besser, der per Briefschluss gemacht. Und wollte sich am Telefon noch nicht mehr dazu äußern, warum. Ich muss dazu sagen, war eine Fernbeziehung, ich hätte schlecht vorbeifahren können. Also jetzt nicht so spontan, so 6 Stunden Fahrt. Das macht man dann doch nicht, wenn jemand einen nicht mehr sehen will. So. Was machst du mal draußen? Ich schaue hier gerade aus dem Küchenfenster und da fliegen die Bäume durch die Gegend. Na, ich habe eine Abkürzung gebaut. Ich hoffe nur, wir kommen über die Baumstämme rüber. Bist du jetzt am Pennen? Ah, oh, nee. Mann. Ich habe keine Koordination mehr in den Fingern. Kann ich schon abreißen? Nö, wa? Was ist denn diese Taus da? So. Ah, hier drüben kann man noch was bauen. Gut. So ist besser. Konzentrier dich mal jetzt hier. Boah, mit dem Licht im Haus sehe ich noch weniger. Gut, haben wir das jetzt mal. Ach, gut, das Auto ist schon mal hier. So, dann wollen wir mal jetzt das eine vielleicht noch hier. Wir haben jetzt eine Matratze, wir können da pennen, ne? Ja, können wir gleich pennen. Und noch die zweite. Das sind 16, 20 mal 40. Du schaffst deinen Rest zu laufen, ne? Falls sich aber jemand. Spring auf. So, komm, zum Laden. Und dann übernachten wir da. Guck mal auf die Karte. Guck mal, hier die. Ja. Bist du schon mal auf dem richtigen Weg? Da kann ich wenigstens mal was trinken. So gut, ne? Jetzt können wir hier endlich mal durchfahren. Boah, tritt mir im Pferd. Also. Wir brauchen ein elektronisches Teil zumindest von denen, damit das schneller geht. Alten Weibern, kommen Sie zu dem Hof gefahren, fangen Sie an zu keifen. Drum fahr ich nicht, nie wieder nicht, die Weiber alten. Kommt ein Wagen voll beladen, voll mit toten Würstchen. Oh, cool. Wenn wir dann zum Land gefahren, können wir sie nicht rösten. Ja, stell dich doch gleich auf die Ladefläche. Darf ich mal gucken, bevor du verkaufst? Ich meinte, darf ich mal gucken, bevor du verkaufst willst. Wenn er nicht verkaufen will, muss er schlafen. So, gute Nacht. Ey, ich wollte gerade auf dich legen, dicke Frau. Oh, ja, mach die macht auf. Doch erst. Macht er. Oh, bis um 9. Ist ja lange offen. Da müsste der AIM mit PM stehen. Darf ich mal gucken, bevor du verkaufst? Boah, cool. Ja, du kannst jetzt kannst verkaufen. Wow. Darf ich? Hast du gesehen? 1142? 1040. Was ist denn das? Ja. Geil. So, verkaufen. Hast du gerade
die Boxen mitverkauft? Das ist eine sehr gute Frage, ich weiß es nicht. Die brauchen wir. Boah, leck mal am Arsch. Aber wir haben doppelt so viel gekriegt. Hast du gesehen? Haben wir gerade gleichzeitig gedrückt? Ja, ich hab das. Nein, du hast die Boxen mitverkauft. Aber wir hatten noch nicht 1000, oder? Ich hatte davor schon 1040. Das ist doch nicht so schön. Oh Mann, ey, wirklich. Kann ich doch nicht wissen. Werkzeuge. Ich kaufe jetzt zwei neue, okay? Guck mal, ob der Eierkorb auch weg ist. Ne, die haben wir zu Hause, ne? Ja. Soll ich noch eine Pfanne holen, dann können wir beide gleichzeitig machen. Ich würde jetzt noch eine elektrische Wurstspitze holen. Spritze. Eine Spritze. Soll ich noch einen Topf holen? Dann brauchst du nicht immer hin und her. Nein, wir haben zwei Töpfe. Wir brauchen nur einen eigentlich. Okay. Ich guck mal. Ein elektronischer Fleischwolf würde 1435. Das macht eigentlich mehr Sinn, das zu machen. Weißt okay, habe ich. Da können wir nämlich... Hast du schon? Ich habe es im Warenkorb gelegt. Okay. Dann machen wir das andere. Zweimal Boxen, ja? Und dann würde ich sagen, holen wir nochmal eine manuelle Wurstspritze. Weil dann können wir beide an der Wurstspritze drehen. Und dann geht das auch doppelt so schnell. Oder hältst du davon? Naja, wir können auch nur einen Fleischwolf nehmen. Ja, wieso? Dann haben wir noch den manuellen, ne? Ist auch doch prima. Dass man das machen muss. Wollen wir uns einfach noch einen Anhänger holen? So. Ich geh erstmal raus und lade das Zeug ein. Noch Futter. Die ist einfach verkauft. Wir haben. Oh. Jetzt sag mal, nicht, du hast jetzt auch welche geholt. Du, dass ich hier dran stehe und kaufen will, hast du das nie mitgekriegt? Bei mir in der Einkaufsliste waren nur zwei Boxen drin. Dann verkauf eine wieder. Ja, ich stehe hier auch gerade und kauf ein. Ich gehe mal von der Verkaufsfläche runter. Verkauf mal eine Box. Also drei sind, glaube ich, ganz okay, aber wir müssen ja jetzt nicht übertreiben. So, dann verkauf die mal. Wir kriegen noch 20. Oh Gott! Wie viel bin ich wert? Ich stehe gerade drauf. Wir behalten die, nehmen die mal runter. Ihr könnt mal einen Anhänger holen können, wenn wir diesen Scheiß jetzt nicht doppelt gemacht hätten. Ich hole auf jeden Fall noch Futter und Wasser, okay? Passt aber nicht auf den Magen. Ist doch egal, dann holen wir das nächste Mal. Passt nicht auf den Magen. Wir brauchen Futter auf jeden Fall und noch einmal Patronen. So. Na, ich kann doch noch was per Hand mitnehmen. Lass uns erstmal probieren, vielleicht geht's ja doch. Auf die Boxen kann man es doch packen. Das haben wir doch schon mal festgestellt, dass man die noch beladen kann. Oh, was ist denn das für ein... Ach, da ist unser Elektrogerät drin. Ich dachte, das passt nicht, das passt doch super. So, den einen noch, genau. Gut. Warte mal kurz. Okay, ne. Mach mal die Laderampe runter. Ich krieg's bestimmt hin. Lass mich mal ganz kurz probieren. Was macht der denn? Der Typ da hinter mir. Mach mal die Laderampe runter, ja. Ich spring drauf. Nimm den Sack. Deinen alten Sack. Hör mal auf, mich unter Druck zu setzen. Lass mich doch mal ganz kurz machen, bitte. Du bist ein Kerl, du stehst immer unter Druck. So, wird das halt noch was? Warte mal. Ich komme mal hier kurz um, die kriegen wir mit.